Boso Ladies Open Hechingen auf RTF 1. Präsentiert von den Stadtwerken Hechingen. Natürlich Zollern Energie. Die 19. Auflage der Boso Ladies Open, wie das internationale Damen-Tennisturnier in Hechingen seit diesem Jahr heißt, lockte wieder tausende Zuschauer auf die Anlage des TC Hechingen. Wir waren für sie am Finaltag sowohl beim Doppel als auch beim Einzelfinale mit dabei. Das Endspiel im Doppel wurde zuerst ausgetragen und dieses Duo hatte die Favoritenrolle inne. Anna Zeyer im blauen Rock und Nicola Goyer. Sie trafen auf die deutsch-österreichische Formation Vivian Heißen, Pia König. Die an zwei gesetzten Zeyer-Goyer mussten zuvor im Achtel und im Viertelfinale jeweils über drei Sätze gehen. Das Halbfinale konnten sie dann mit 6:4 und 6:2 gegen das Kalu Shinikova für sich entscheiden. Anna Zeyer kommt aus Mengen, spielt für den TEC Waldau. Die hatte die gesamte Familie zur Unterstützung dabei. Bei der Oma, die in Hechingen wohnt, gab's lecker Kuchen. Doppelspezialistin Nicola Goyer tritt für den TC Grün-Weiß Ratingen an. Vivian Heißen hier mit dem weißen Stirnband spielt für den Braunschweiger THC und stand 2015 schon einmal im Doppelfinale von Hechingen. Da reichte es nicht zum Turniersieg. Drei beide dazwischenstand im ersten Satz. Heißen König kämpften sich nach 1:3 Rückstand wieder ran. Schöner Passierball von Anna Zeyer, die im Einzel ebenso wie Pia König schon in Runde 1 die Segel streichen musste. Vivian Heißen schied eine Runde später gegen die spätere Finalistin Dalila Jakupovic in zwei Sätzen aus. Zu viele Fehler nun bei Heißen König, die folgerichtig den ersten Satz mit 3:6 abgeben mussten. Pia König hier mal am Netz erfolgreich. Nicola Goyer ebenfalls. Zeyer Goyer auch zu Beginn des zweiten Satzes deutlich überlegen. Neue Bälle bitte. Das war stark. Vor allem Anna Zeyer hatte sichtlich Spaß in der Heimat, locker gespielt, 4:0 die Führung mittlerweile. Aufschlag Goyer. Und dann diese Rückhand Longline gespielt von Nicola Goyer, klasse. Beim Stand von 5:1 Matchball. Out. Spiel 26, Goyer, Zeyer. 2:0, 6:3, 6:1. Der Return von Heißen zu lang. Anna Zeyer und Nicola Goyer gewinnen das Doppelfinale in Hechingen, verdient mit 6:3 und 6:1. Die Siegerehrung mit den Verantwortlichen des TCH um die Turnierdirektoren Gerhard Frommer und Thomas Bürgle und Bürgermeisterin Dorothea Bachmann. Wir haben die Stimmen der vier Finalistinnen. Ja, ich denke, am Anfang war es noch ein bisschen ausgeglichener. Da ging es so ein bisschen hin und her im ersten Satz. Aber wir haben dann die wichtigen Punkte gemacht, haben druckvoll agiert. Und ich denke, das war die Entscheidung im ersten Satz, wo wir dann einfach die entscheidenden Punkte gemacht haben und dann das 6:3 und im zweiten Satz genauso weiter und denen gar keine Luft mehr gelassen. Also insgesamt natürlich, wenn man das Turnier gewinnt, Nicola, ein positives Fazit diese Woche, aber auch vor allem beeindruckend ist die Zuschauerresonanz, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist für einen 25.000er schon unglaublich. Das habe ich noch nie erlebt und es ist natürlich auch motivierend, vor so einer Kulisse zu spielen und macht schon Spaß. Also die ganze Woche perfekt dann für euch, auch eure Organisation und das ganze Drumherum, Atmosphäre, das passt einfach hier in Hechingen, oder? Absolut, das ist schon ein einzigartiges Flair, zumal Anna auch ihre Familie da hat, das ist dann auch mal schön, wenn man das ein bisschen teilen kann. Genau, die Familie hat dich unterstützt, haben wir schon gehört, die Oma vor allem auch ein bisschen was noch Süßes gab es auch noch. Also insofern, Rundum-Paket hat gepasst, du hast ja dann auch, war dann auch erfolgreich.
Ja, genau. Es ist immer super, wenn ich hier bei meiner Oma übernachten kann. Die macht ein rundum sorglos Paket. Die wäscht mir die Wäsche. Die macht das Frühstück morgens. Die ist ja schon viel früher wach als ich. Und genau, da kann ich mich voll aufs Tennis konzentrieren. Und deswegen macht es auch immer viel Spaß. Und ich kann hier auch ganz gut spielen. Ja. Geht so in Ordnung, oder? Die waren schon ein Tick besser. Ja, ist ein bisschen blöd verlaufen. Wir hatten einige enge Games, die wir leider nicht gemacht haben. Im zweiten war es dann ein bisschen Luft draußen, aber die haben gut gespielt, muss man sagen. Wir haben zum zweiten Mal im Doppelfinale verloren, aber dann klappt es ja beim dritten Mal. Ja, man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Deswegen hoffe ich mal, nächstes Jahr einen neuen Anlauf starten zu können und dass es dann besser läuft. Ja, No Ed, mit dem werde ich mich wohl nicht mehr anfreunden. Da haben wir heute einfach zu viele Spiele, gerade im ersten Satz verloren. Obwohl nach großen Führungen, aber man kann es halt nicht ändern. So ist Tennis eben. Bevor wir zum Finale im Einzel kommen, kurz noch Gerhard Frommer. Sportlich waren wir eigentlich enttäuscht, dass Obrandi abgesagt hat als Titelverteidigerin. Die war natürlich ein Publikumsmagnet, ist aber dauerverletzt. Aber die anderen Spieler haben das eigentlich nahtlos und mit ihrer Leistung bestätigt, dass man hier auch gewinnen kann, wenn man eine Qualifikantin ist oder nicht so weit platziert ist auf der Weltrangliste. Also insgesamt waren es gute Spiele. Hoffe auf ein gutes Endspiel, weiß man nie, was da rauskommt. Aber ich glaube, dass wir da was Tolles sehen, weil eine spielt defensiv, die andere aggressiv. Das gibt vielleicht was. Soweit der Macher Gerhard Frommer. Neben ihm, neben Thomas Bürgle vom TEC Waldau, beide ein bewährtes Duo und beide setzen zur 20. Auflage noch einen drauf. Mehr dazu nach dem Endspiel. Weit über 6.000 Zuschauer kamen in der gesamten Turnierwoche und damit rein ins Finale. Im Vordergrund haben wir Dalila Jakupovic aus Slowenien an 3 gesetzt, die 25-Jährige in der ATP-Weltrangliste knapp unter den besten 200. Sie setzte sich im Halbfinale mit 6:1 und 6:4 gegen die an Nummer 1 gesetzte Bulgarin Isabella Shinikova durch. Sie traf nun auf Cindy Burcher aus den Niederlanden, in der Rangliste rund 50 Plätze besser platziert und in Hechingen an 2 gesetzt. Und diesen Stoppball hat die 23-Jährige prima gesetzt. Burcher zog durch einen 6:3 und 6:4 Sieg im Semifinale gegen die Qualifikantin Camilla Rossatello aus Italien ins Finale ein. Erfolgreicher Netzangriff hier von Jakupovic. Also, die Vorjahressiegerin Romina Obrandi aus der Schweiz fehlte verletzt. 2014 stand übrigens die Metzingerin Laura Siegemund im Finale. Sie unterlag damals Carina Witthöft, die auch vor 3 Jahren die Ladies Open gewinnen konnte. Siegemund scheiterte ja in Rio an der späteren Siegerin Monika Puig aus Puerto Rico. Zurück zum Finale, das verlief zu Beginn ausgeglichen. Punkt Jakupovic. Die zog in dieser Turnierwoche unter der Burg Hohenzollern übrigens ohne Satzverlust ins Endspiel ein und lag mittlerweile mit 4:3 vorne. Beide zuletzt erfolgreich auf der Tour unterwegs, zogen zweimal ins Halbfinale ein. Burcher beispielsweise in Essen und bei einem Turnier in Frankreich. Jakupovic jetzt etwas stärker. Spiel, Jakupovic. Die Slowenin mit mehr Initiative und sie wurde belohnt, 5:3. Dann Satzball. Spiel, Jakupovic. Und die beidhändige Rückhand sitzt. Jakupovic gewinnt den ersten Durchgang mit 6:3. Im zweiten Satz lag Jakupovic schon mit 3:1 vorne, doch Burcher kämpfte sich zurück und packte eine Schippe drauf. Der Lohn, sie drehte das Ganze und führte mit 4:3. Der passt, Punkt für die Holländerin. Und die schnappte sich wenig später auch den zweiten Satz mit 6:4 und damit durften sich die Zuschauer auf einen dritten Durchgang freuen.
Auch da führte Burcher meist knapp, aber Jakubowitsch hielt dagegen. Diese Vorhandpeitsche unerreichbar für ihre Kontrahentin. Die dann auch angeschlagen war, da sehen Sie es im Bildvordergrund, der Rücken machte Probleme. Einer der schönsten Ballwechsel des Finales mit dem besseren Ausgang für Cindy Burcher. Die hatte beim Stand von 5:4 sogar 3 Matchbälle, doch Jakubowitsch behielt die Nerven und blieb mit einer Energieleistung im Spiel. Am Ende stand es 6-beide, die Entscheidung musste also im Tiebreak fallen, also jeder Punkt zählt da bis 7 und da ging sie mit 4:2 in Führung. Burcher musste eine Behandlungspause in Anspruch nehmen, kehrte aber auf den Court zurück und konnte auch verkürzen, aber Jakubowitsch wirkte etwas entschlossener. Punkt Burcher, es war mega spannend. 6:5, Dalila Jakubowitsch, Matchball. Die Rückhand im Aus, Dalila Jakubowitsch gewinnt mit 6:3, 4:6 und 7:6 das Finale der Boso Ladies Open in Hechingen. Herzlichen Glückwunsch und jetzt, wie angekündigt, nochmal Gerhard Frommer zur Aufstockung der 20. Auflage im nächsten Jahr und die Stadt unterstützt den TC Hechingen auch weiterhin. Es war normal die nächste Kategorie $50.000, das wurde geändert, $60.000 Gesamtpreisgeld. Wir haben für 2 Jahre Verträge, wir werden das durchziehen und hoffen natürlich auf eine noch höhere Spielerqualität. Und ganz zum Schluss noch mal, Frommer, es gab auch Lob jetzt gerade von den Mädels, von den 4, die das Doppelfinale gespielt haben, auch an TC Hechingen hier das Ganze drumherum. Und jetzt hat er da mittlerweile dann auch so schon mehr wie ein Geheimtipp da auf der Tour. Also das ist auch schön, wenn man da auch was zurückkriegt, auch von Spielerseite. Ja, das ist immer wieder, ich bekomme viele Mails, viele persönliche Briefe von älteren Menschen auch, die das jährlich in ihren Kalender setzen. Und das ist so, dass diese Spieler bei uns auch durch die privaten Unterbringungen sehr, sehr stark gebunden sind mit Gastfamilien und so weiter. Und das bringt uns dieses familiäre Flair, was uns auszeichnet. Jeder sagt es zwar, aber bei uns ist echt familiär, von der Turnierleitung bis über alle Stände. Und das wollen wir auch beim großen Turnier so beibehalten. Wir nehmen uns da keine Rechte raus zu professionalisieren. So wie wir es machen, wird es auch nächstes Jahr sein. Das ETF-Turnier hat sich hier in Hechingen zu etwas wirklich Großartigem entwickelt. Wir haben es vorher schon gehört, viel Lob, auch wie viele Zuschauer wir haben, perfekte Organisation. Da bin ich schon sehr stolz drauf, was unseren Tennisclub Hechingen hier auf die Beine gestellt hat. Und aber ich denke, die Stadt und der TCA und alle, die hier mithelfen, die können das Ganze stemmen. Ja, natürlich, da habe ich keine Zweifel. Wir haben es bisher gestemmt, der TC vor allem. Mein Dank gilt natürlich auch den Sponsoren, auch die Stadt sponsert dieses Turnier. Und natürlich den ganzen Beteiligten, es ist viel Arbeit. Respekt vor Herrn Frommer und Herrn Haufe und das ganze Team, die das hier bewältigt und ihn auch in Vordermann gebracht haben und erfolgreich gemacht haben. Hier nochmal die erschöpfte, aber strahlende Siegerin im Einzel, Dalila Jakubowitsch, und die Siegerinnen im Doppel. Und mit diesen Bildern sagen wir Tschüss aus Hechingen. Einen kurzen Nachklapp gibt's übrigens dann noch in dieser Woche im Ticker. Die Boso Ladies Open Hechingen auf RTF1. Präsentiert von den Stadtwerken Hechingen. Natürlich Zollernenergie.